Willkommen im mysteriösen Osten von Alice Madness Returns. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part. Wir legen los, schauen uns dieses wunderschöne Level mal an und ich hüpfe auch direkt runter in den Tod. Genau so macht man die Einleitung. Ja. So, das habe ich schon mal geschafft. Hopp darüber. Was kann ich hier machen, damit ich da rankomme? Da kommt der nächste Blockstein. Ich sehe schon. Oh Gott, schaffe ich das? Nee. Behalte ich meine 345 Zähne trotzdem? Wäre toll. Oh, das war schon wieder knapp. Ich glaube schon, dass ich sie noch habe. Wie findet ihr hübsches neues Kleid mit den Blümchen? Ich finde es entzückend. Wo will ich eigentlich hin? Da will ich hin. Der Autor verwischte den Unterschied zwischen Poesie und Pessimismus. Oh. So ein Ludervieh. Hat mich das einfach angegriffen. Diese Details, ich stehe ja auch auf so Details und so. Oh, ich muss, glaube ich, vor den Fischen aufpassen. Ja, so ging auch. Eigentlich hätte ich die Zähne da noch mir holen können, ne? Egal. Naja. Nicht so schlimm. Klar, es summiert sich irgendwann, aber trotzdem. Der Rauch, der da so aus diesem Gefäß auch hochsteigt. Echt cool. Was kann ich hier machen? Mhm. Also wenn ich schon die Zähne so kriegen kann, indem ich mich nur einmal runterfallen lasse, mache ich das natürlich auch immer. Ich muss jetzt mal eben schauen. Nee, ich muss nochmal zurück. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war daneben. Ich kann das nicht immer abschätzen. Also ich gebe mir echt Mühe, aber manchmal geht's nicht. Ach so. Habe ich da jetzt schon dran gezogen? Anscheinend schon. Ja, weil dann mache ich das hier. Und das hier. Weil sonst hätte ich das verpasst. Und das wäre ja doof. Das habe ich dann doch noch von Weitem gesehen. Wow. Okay. So, hops, hops, hops. Rüber da. Oh, ich höre eine Schnauze. Ich höre eine. Oh, ganz nah höre ich die sogar. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie ist unter mir. So, wo ist sie? Da an der Seite ist sie. Ich sehe sie schon. Moment. Wir haben schon lange keine Schnauze mehr gefällt. Ja, so lange nicht geschneuzert, dass ich schon wieder die Taste verwechselt habe, anscheinend. Ah, jetzt komme ich da auch rüber. Interessant. Boing. Ah, cool. Wer behauptet wahre Kunst, diene weder Zierde noch Zweck. Der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Ach so, wir haben übrigens 39% des Spiels schon erreicht. Falls es jemanden interessiert, wie weit wir überhaupt so sind. Vom ganzen Ding her.
Weil ich sehe das halt am Anfang immer, wenn ich ins Spiel gehe, aber ihr ja nicht. Oh, da hinten in die Ecke möchte ich auch. Oh, voll die Riesenfische. Nein, ich muss immer aufpassen. Kann ich da einfach rüberhopsen? Da sind so Boote. Und da kommen diese Fliegen raus. Aber wie komme ich da... Und wie komme ich da hin? Oh nein. Ich will da noch hin. Dann muss ich nochmal zurück. Nochmal irgendwie eine Runde drehen oder so. Ah. Hier so vielleicht. Komme ich da dann da hinten hin? Mhm. Ja, den Sprung schaffe ich auch so. Cool. Also die Musik, dieses Gedudel ist aber auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, um es mal so auszudrücken. Aber es ist halt, naja, wir sind halt Europäer. Wir sind an andere Dinge, andere Musik, andere Kulturdinge gewöhnt, wenn man das auch so sagen kann. Ja, ich weiß, ich war hier oben jetzt schon, aber eigentlich dachte ich, komme hier vielleicht so leicht darüber. So, und jetzt hier so. Ich finde es gerade sehr schön und idyllisch und ruhig, dass mal keine so üblen Gegner gerade sind. Weil wenn man dann so echt nur immer kämpft, ist natürlich auch doof. Wie komme ich da jetzt... Ach so, die kommt hier rausgeploppt. Ah, nicht schlecht. Okay. Und rein mit dir. Ja klar, wir wollen natürlich wissen, was da ist. Na wie gesagt, ist echt toll, auch mal so ein anderes Spielgefühl wieder mal gerade zu haben. Gerade auch, wenn man so 2 Tage nicht gespielt hat und dann wieder rein ins Spiel geht und das dann auch mal so beginnt, finde ich auch ganz schön. Und nicht gleich so bam, 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 bam. Der arme Dodgson, ein erbärmlicher Segler und ein noch schlechterer Kapitän. Ohne mich wären wir auf der Isis glatt auf Grund gelaufen. Okay. Diese ganzen Erinnerungen von Alice sollen einem natürlich auch dabei helfen. Deswegen hoffe ich ja auch immer, dass ihr schön aufmerksam zuhört, was woran sie sich da erinnert, weil das natürlich, oder ich kann mir vorstellen, das soll halt auch immer so das Level gerade auch beschreiben. Also nicht nur, was man selber sich so interpretiert, sondern halt, um dem zu helfen. Warum sind wir hier überhaupt? Warum denkt sich Alice gerade diese Welt hier aus? Was ist die Ursache dafür, ne? Also, deswegen will ich die Erinnerung ja auch immer haben. Wobei die natürlich nicht immer leicht zu verstehen sind. Manchmal muss man auch ein bisschen darüber nachdenken. Sich in die Realitäts-Alice reinzufühlen. Ja. Was könnte da passiert sein damals mit ihrer Schwester und so, ne? Ihr wisst schon. Sieht irre aus hier, oder? Also, ja. Ich denke, ihr seht das genauso wie ich. Hoffe ich jedenfalls. Ich kann mich nämlich immer wieder nicht satt sehen. Ich finde es echt schön. Also es ist, da man weiterkommen muss, geht man dann, rennt man einfach so durch. Aber man muss es halt auch mal festhalten. Was ich tue, mit Screenshots und was weiß ich nicht was. Aber auch gerade hier so die Wasserfälle und so, total toll. Ja. Also ich finde sowas total schön. Naja gut, das Element Wasser finde ich ja sowieso toll. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt darf auch wieder, oder? Also wenn jetzt was kommt, darf auch. Wieso ist es hier eigentlich so blutig? Was Schwester Whitless sagte, war... Das Feuer rauschte herein. Sie brannte direkt lichterloh. Niemand weiß, wie sie überlebt hat, außer Alice. Und die schweigt sich aus. Erinnerst du dich? Hab ich was übersehen? Ich will immer nicht in die Erinnerung reinreden, natürlich. Aber das sieht auch alles so confused hier aus. Alles so, als ob man in jede Ecke eigentlich springen und klettern könnte. Also ich glaube, wäre es ein Spiel von heute, könnte man das wahrscheinlich auch. Aber ich finde das Spiel so dafür schon riesig genug. Ich würde es gar nicht größer haben wollen. Es ist schon sehr groß.
Oh nein! Eine Samurai-Wespe. Naja, die ging aber. Ist okay. Damit kann ich leben. Ja, ich meine gut, das waren jetzt nur 3 Stück, ne? Wenn es heftiger wird, kann ich mir vorstellen, dass man doch die Teekanne benutzen muss, weil die einfach mehr Wumms dann hat, aber in diesem Moment ging's. Da muss ich mich erstmal noch mit anfreunden. Ich habe die Samurai-Wespen tatsächlich etwas verdrängt, dass es die überhaupt gibt. Aber okay, kann passieren. Es gibt einfach so viele Eindrücke hier. So, dann geh mal. War da was? Ich habe manchmal das Gefühl, mir wird hier... Doch, hier wird mir doch was angezeigt. Aber das kann ich nicht kaputt machen? Hm. Was soll mir das denn sagen, weil es lila ist? Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese lilanen Symbole, Rätsel, die einen ja doch immer auch zu Geheimnissen und so führen sollen. Nur wo soll ich denn jetzt hin? Hallo? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Auch da werden mir Zähne und so angezeigt. Hm. Ist das hier in der Ecke nicht richtig? Was wollt ihr von mir? Ich soll anscheinend doch nicht hier hin. Komisch, dass es die Ecke dann aber gibt. Verwirrt mich gerade. Hä? Kam ich jetzt aus der Tür? Komme ich hier weiter? Ach so. Ah. Das war knapp, aber anscheinend sollen wir hier hin. Okay. Okay. Ach, manchmal muss ich mich auch ein bisschen trauen, diese Schritte und Sprünge überhaupt zu machen. Och nö. Hallo, ziel doch mal richtig. Okay, das manuelle Zielen ist gerade echt doof. Das automatische meinte ich. Ja, genau dann, wenn ich kann, ist die Pfeffermühle leer. Ist schön. Hallo. Also irgendwie wird das hier nichts, merke ich gerade. Dann eben so. Ja, leck mich doch den Dackel, ne? Also was soll das hier auch? Dass diese Samurai-Wespen hier aber auch aufgespießt sind, ist auch ein bisschen makaber, aber wir werden damit leben können. Wo geht's jetzt lang? Ach so. Gibt's einen einfachen Weg? Nein, natürlich nicht. Okay, okay, okay. Kann ich da nicht einfach hinspringen? Klar.
Soll ich ja auch. Mann! Jetzt bin ich da von der Kante geknallt. Das finde ich doof. Aber irgendwie sind da auch Plattformen über mir. Das irritiert mich die ganze Zeit etwas. Muss ich da nochmal eine Runde rum, damit ich oben bin? Oder wie komme ich da hin? Nee, das ist... Ich bin ja hier schon nach oben gekommen. Wie kommt man noch weiter nach oben? Oh, und da ganz oben ist sogar ein goldener Zahn. Wie komme ich denn da hin? Hä? Ist ein bisschen doof. Gemein. Kann ich hier mich irgendwo drauf und dann da das so als... Ne, wenn ich jetzt hier so... Nee, kann ich nicht. Ich will da oben hin. Ich weiß auch nicht. Hm. Ich komme ja hier auch kaum rauf. So. Jetzt kommt gleich das Flammending und schießt mir hintern Popo. Oder so, mit einem Sprung, weil ich auf der falschen Plattform war, dachte ich, ich muss da schnell weg. Was soll's? Also eigentlich will ich nach oben. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Ach, warte mal, hier. Ach, hinter den Steinen. Ach, dann ist da bestimmt vorhin auch ein Schlüsselloch gewesen. Jetzt habe ich das schon verpasst, oder? Ach, wie blöd. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Hm. Jetzt ärgere ich mich. Vorhin habe ich doch auf so einer Kachel, da dachte ich, ich kann die zerhauen. Und dann war das bestimmt ein Schlüsselloch. Ach, sowas ärgert mich ja immer. Ja, komm. Feuer. Kommt hier mal... Ey, leck mich! Die ganze Zeit warte ich und es kommt nichts. Und genau dann wieder, ne? Es ist zum Verrücktwerden, echt. Also... Ist hier noch eine Kachel, die ich übersehen habe? Nein, ist ja auch egal jetzt. Ich muss es jetzt endlich schaffen. Ich darf mich nicht davor drücken. Muss ich da jetzt... Oh, ich habe wieder Angst, dass es jetzt weg ist, weil es nicht gespeichert hat. Nochmal Prüfblick. Ja, ne? Ist, ja, ich glaube schon. Es hat nichts geleuchtet. Geh durch. Ich finde den Totenkopf hinten an der Schleife cool. Bei ihr am Kleid. So, und jetzt schnell rüber. Ich glaube, dann geht's. Wohin? Nein! Oh, ich bin so doof. Ach ja. Wohin? Nein, jetzt bitte keinen Bug. Ich hab's endlich gesch... Das war gemein. Leute, das war ein Bug. Dafür kann ich nichts. Ihr habt's gesehen. Und ich hasse sowas. Sie... Als würde sie sich gerade nicht entscheiden können. Ganz ehrlich. So, bleibe ich jetzt oben stehen? Oder auch nicht? Warum bleibt sie da nicht stehen? Vorhin haben wir das doch so auch geschafft. Und das ist doch auch unser Weg, oder nicht? Hä? Sorry, aber jetzt bin ich langsam echt verwirrt, was ich machen soll. Schaffe ich das schon? Und dann? Darf ich hier stehen bleiben? Nö. Darf ich nicht, ne? Der verschwindet mir gleich. Was soll ich denn machen? Sie muss hier... Sie muss da stehen bleiben. Das tut sie aber nicht. Ich muss das, diese Wand doch durchkloppen. Damit ich da wieder an so einem Haken bestimmt ziehen kann, oder nicht? Hä? Oder bin ich jetzt... Aber da vorne... Bin ich
ich da vorne bin? Wo soll ich denn sonst hin? Oder komme ich hier doch von außen irgendwie wo lang und kapier's nur nicht oder was? Ich meine, ich weiß ja auch immer noch nicht, wie man nach oben kommt. Also ein Zurück gibt's auch nicht, da ist es unten zu. Es muss schon richtig sein, wo ich hier bin. Hier ist doch auch nichts, oder? Endlose Tiefen. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Ja, das war auch klar. Ich mach grad nur Scheiße. Ja, ja. Das kennt ihr ja schon. Nee, das Problem ist, ich traue mich langsam nicht mehr, weil ich immer Angst habe, dass ich da hinten sowieso wieder versage. Wisst ihr? Das ist doch... So. So kann man es natürlich auch machen. Klappt das jetzt? Ach... Ja, aber wie scheiße ist denn das, dass es gerade eben nicht klappte mit dem... Naja, egal. Vielleicht ist das auch mit der Teekanne doch der einzig richtige Weg. Vielleicht war es falsch von mir, das überhaupt mit dem Steckenpferd zu versuchen. Vielleicht muss man das einfach so machen. Sorry, dass ich das jetzt so hingezogen hat. Ja, ich sehe nichts. Hallo? So, jetzt bloß weg hier aus der Ecke. Bitte nicht runterfallen. Hallo? Nein, nein, nein. Ja, 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 genau. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Ach, Gott sei Dank, geschafft. Oh nein, es geht los. Daimyo-Wespe. Oder Daimyo. Daimyo-Wespe. Okay, er ist geschwächt. Okay, ich muss warten, bis er geschwächt ist. Ja, den kriegen wir schon alle. Das kriegen wir schon hin. Ich hoffe es langsam. Na endlich. Okay, super. Hat ein bisschen gedauert hier alles, vor allem mit meiner super Sprungszene, da jetzt hier eine Sanduhr war, eine Speicheruhr war
Oh, und ich höre eine Schnauze, die hole ich mir noch gleich, ne? Die hole ich mir noch gleich. Aber ich mache jetzt hier trotzdem Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Alice Madness Returns. Vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr dabei bleibt. Bis dann!